Willkommen zurück bei Oxygen Not Included. Ja Leute, wir sind im Zyklus 37, also 37 Tage überlebt. Sehr, sehr schön. Wir gucken, wie es den Bewohnern geht. So, da sind wir zurück. Sehr, sehr gut. Wir lassen natürlich weiterlaufen. So. Unsere kleinen fleißigen Bienchen. Im Moment sieht alles noch recht gut aus, ne? Also es könnte schlimmer sein. Das Einzige, was mich echt stört, ist das hier. Und hier kommt auch irgendwie nicht so richtig gute Luft rein, ne? Gucken wir mal. Irgendwie funktioniert das Ding, glaube ich, nicht so ganz toll. Wir gucken mal weiter. Das hier funktioniert auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ah, komm. Hier ist es auf jeden Fall schlechte Luft. Hier blubbert's und blubbert's. Leben. Verschmutzter Sauerstoff. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Dass die hier auch ein bisschen wegräumen. Dieses hier sieht auch nicht gerade so ganz sauber aus, ne? Ich verstehe nicht, dass das auch nicht richtig arbeitet. Es sollte doch eigentlich arbeiten. Verbrauch. Filtert Kohlenstoffdioxid und entfernt es aus der Luft. Vielleicht ist auch kein Kohlenstoffdioxid hier in der Luft drin. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal. Auf jeden Fall brauchen wir hier von diesem Algenschleimzeug. Schleim, 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 ne? Lehm, Schleim, Lehm, Algen, ja. Dass wir unsere Algen auf jeden Fall, was haben wir denn hier? Irgendwie, hier haben wir noch jede Menge, was haben wir denn hier? Erdgas, okay, da haben wir was Neues entdeckt. Was haben wir hier? Kohlenstoffdioxid, okay. Sauerstoff. Wir kommen... Achso, guck, hier haben wir auch nochmal Schleim. Hier in diese Richtung. Das ist sehr gut. Nochmal verschmutztes Wasser. Das ist auch ganz gut. Hier haben wir einen einäugigen Frosch. Dass wir mal so gucken, was wir hier sonst noch so entdecken können. Hier haben wir irgendwie anderes Zeugs. Was ist das denn hier? Verschmutztes Wasser auch. Okay, okay, okay. Ne? Da werden wir dann mal unseren Test demnächst versuchen. Jetzt schlafen sie erstmal. Unsere ganzen kleinen süßen Arbeiter hier. Haben sie sich auch verdient. Sie sind sehr, sehr fleißig, ne? So. Sieht niedlich aus, ne, wie sie da liegen und schlafen. Na, nur wir müssen uns tatsächlich was einfallen lassen mit dem Strom. So. Wie sieht es eigentlich hier mit unserem Supercomputer aus, mit der Forschung? Haben die jetzt fertig erforscht? Nee, haben sie noch nicht. Wasserstoffgenerator, eine Energiequelle, die Wasserstoff in Strom umwandelt. Eben wie gesagt, das würde ich gerne dann ausprobieren. Erdgasgenerator, da haben wir ja jetzt auch schon eine Stelle entdeckt. Werden wir dann ausprobieren, auf jeden Fall. Aber wir fangen dann hier mit an, Wasserstoff. So, guten Morgen. Dann müssen sie vielleicht nicht ganz so stark in die Pedale treten. Wäre ziemlich gut, wenn das klappen könnte. Und ich hoffe, dass dieses Ding dann keine schlechte Luft produziert.
Das wäre schon ganz gut, ne? Wir könnten hier auch eine Tür reinbauen und dieses hier verschließen. Können wir mal überlegen, ob wir das machen. Einmal hier weiter. Irgendwann müssen wir hier sowieso noch weiterbauen. Ganz klar, was haben wir hier? Vakuum. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser. Normales Wasser scheinbar. Hier haben wir wieder Schmutzwasser und auch wieder jede Menge Schleimzeug hier noch. Das werden wir dann aber so bauen, dass wir, ja, dass wir das dann abgegrenzt von unserem Schlafbereich auf jeden Fall haben. So, wir machen das mal so. Und wir werden auch hier eine Tür reinbauen. So. Dann haben wir unser stilles Örtchen hier mehr. Und ich hoffe, dass endlich mal hier irgendwie dieser Luftreiniger, ich habe das Gefühl, der macht es immer schlimmer hier. Dass die Luft immer schlechter wird. Habe ich den Eindruck auf jeden Fall. Wir können das Ding ja mal nochmal versuchen. Wir schalten das nochmal aus. So, und dann gucken wir mal, was dann passiert mit der Luft hier. So, das Teil ist jetzt ausgeschaltet. Hier sitzen sie jetzt erstmal auf dem Klo. So. Das ist gut. Sie haben die Forschung abgeschlossen. Das ist hervorragend, dass wir hier dieses Teil vielleicht jetzt mal bauen können. Da gucken wir mal. So, wir gucken mal. Erdgasgenerator, Wasserstoffgenerator. So. Gucken uns das Ding mal an. So. Wie groß ist denn das? Das ist okay, das ist relativ groß. Wollen wir das hier hinbauen? Wir könnten das auch hier hinbauen. Und dann mal gucken, wie wir die Gasleitung legen können. Na, obwohl direkt an den Eingang ist auch blöd. Ich weiß nur nicht, ob das Ding jetzt dann auch schlechte Luft produziert, ne? Oder wir bauen es irgendwo, wo wir es hier erstmal abgrenzen können. Wäre vielleicht auch noch die Möglichkeit. Hier passt es nicht hin. Oder? Nee, schade. Sonst hätte ich es gerne hier hingebaut. Weil hier haben wir ja auch so ein Feld. Gucken nochmal. Hier. Wir könnten es hier hinbauen. Und ja, ich glaube, das machen wir. Nee, machen wir nicht. Oder? Wo bauen wir das hin? Ich meine, wir könnten es auch hier hinbauen und dann einfach zwei Türen rein, falls das Ding schlechte Luft macht. Das ist jetzt die gute Frage. So, wie wollen wir das machen? Wollen wir das hier riskieren? Wir können sie ja auch hier reinbauen. Ja, dann müssten wir das hier eine Wand reinbauen mit einer Tür. Ja, wir probieren es mal aus, ob das überhaupt funktioniert. Dann müssten wir hier einfach das dicht bauen und hier eine Tür rein. Dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Das können wir mal versuchen. Wir testen mal wieder, ob das hier klappt. So. Und machen eine Tür.
ohne Gas oder Flüssigkeit abzuhalten. Nee, wir wollen diese Tür dann hier. Und wir lassen sie hier hinter das dann natürlich ein bisschen freigraben. So. Dann dürfte die schlechte Luft ja eigentlich hier nicht rauskommen. Und wir hätten das Ding gleich da. Ja, gleich ist es erreichbar, oder? Gucken wir mal. Könnt ihr hier noch eine Etage weitergraben? Ich glaube ja, ne? Probieren wir einfach aus. Mal gucken, wie weit sie kommen. Zur Not sollte das, das müsste doch so jetzt eigentlich funktionieren. Hoffe ich. Sieht so aus. So. Kriegt ihr das hin? Das sieht erstmal danach aus, dass ich es hinbekomme. Das ist ja schon mal schön. Dann probieren wir das mal mit dem Ding hier aus. Wasserstoff. So. Dann gucken wir mal, ob das klappt. So. Soweit erstmal gut. Zumindest kommt dieser ganze Gestank nicht in unseren Wohnbereich. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich frage mich nur, wo der herkommt hier. Wir schalten das Teil auch mal ab. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ne, wir gucken mal, wie sieht es denn jetzt hier unten aus? Ja, interessanterweise ist es jetzt hier nicht mehr ganz so schlimm, ne? Als wenn das Teil auch irgendwie schlechte Luft macht, habe ich den Eindruck. Vielleicht macht das auch irgendwie was. Wir werden es mal deaktivieren und werden mal ausprobieren, was passiert. Dann hier in dem Bereich gucken wir uns dann mal an. So. Klappt das? Ich hoffe ja. Oh, sie sind auf jeden Fall kaputt. So, schaffst du's? Ja. So, wir gucken, wir behalten das mal im Auge, wie das dann sich dieser Raum jetzt verhält hier. Einfach mal ausprobieren. Irgendwie weiß ich nicht. Also diese Luftreiniger, weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, das macht schlechtere Luft als vorher. So, sie schlafen. Und wir gucken mal, wir können einen neuen Bewohner uns aussuchen. Vielleicht finden wir hier jemanden schönen. Also hier haben wir, eigentlich könnte es nur noch Nudelarme, Gesundheit und Lernen, ja toll. Magen aus Stahl und schneller Lerner, Stressreaktion zerstörerisch. Das wäre das Einzige, also Pupser und er kann nicht kochen, ist ziemlich schlecht. Er kann lernen, das ist ganz gut. Ein Reizdarm, das ist nicht gut. Also wir werden dann ihn hier nehmen, aber wir werden hier mal gucken, was für einen Namen wir Babyface, nein, Jan. Ja, Jan, herzlich willkommen bei uns, wir nehmen dich.
So, ist okay. So, da freut er sich. Willkommen bei uns, Jan. Darfst du dir auch gleich ein Bettchen aussuchen? Kein Problem, denke ich mal. Wir haben ja hier noch Bettchen da. So, sehr schön. Was sagt unser Stress? Wir sind bei 41% Stress. Wollen wir noch ein bisschen Blümchen irgendwo hinstellen oder so? Könnten hier mal gucken, wo wir noch mal eine Blumenvase hinstellen können. Anti-Stress-Blumen. Hier einmal. Und auf der Toilette. Geht hier noch hin. Auch. So. Passt da noch ein Blümchen hin? Machen wir auch noch. Alles gegen Stress. Hier unser Computer. So. Hier werden wir noch hier die Lufterfrischer auch noch aufstellen. So. Einmal hier und einmal da natürlich. Hat er hier einen Lufterfrischer? Er hat auch noch keinen, ne? Da kommt auch noch einer hin. Die kosten ja keinen Strom, also das können wir ruhig mal machen. Komm, wir stellen hier auch noch so ein Teil hin. Und da haben wir, komm, hier ist es rot, dann stellen wir da auch noch mal einen vor. Und noch mal einen hier. Schon mal zur Vorsicht. So, er fühlt sich natürlich nicht ganz so wohl dabei, das ist klar. Jetzt haben wir hier auch dieses Zeugs da reinbekommen. Das ist ja doof. So. Ich hoffe, dass wir hier überhaupt noch Wasserstoff nutzen können, ne? Wenn das Ding fertig ist, ist keiner mehr da, so wie das aussieht. So, es wäre ganz gut, wenn ihr das dann auch zubuddelt hier wieder. Wobei wir haben das Glück, dass es uns dann hier in dem Moment, dass erstmal die schlechte Luft, die steigt nach oben, uns hier noch ein Teil von der schlechten Luft erstmal rausgezogen wird. Ist natürlich auch nicht ganz so schlecht, ne? Hier sieht es alles okay aus. Also in unserem Bereich hier ist alles noch ziemlich gut. Das ist hervorragend. Hier ist es nicht gut. Das gefällt mir hier nicht. Und ich glaube, das machen wir hier auch wieder auf. Nee, das ist nichts. Hier, das reißen wir wieder ab. Da haben wir einen Luftstau, der dann irgendwie hier total die schlechte Luft macht. Ist es nicht gut. So. So. Dann lassen wir das lieber wieder ein bisschen weiter nach oben steigen. Ich hoffe, das tut es. Hier ist es ein bisschen am Stinken, ja. So, diese Toilette stinkt noch nicht ganz so sehr. Zur Not werden wir hier noch mal weiter aufmachen. Hier ist kein Problem. Die Luft ist hier noch ziemlich okay. Das ist gut so. Mal gucken, wie es jetzt aussieht mit mit der Luft hier drinnen. Ach so, das Teil ist jetzt fertig. Na, das ist ja mal toll. So, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt für Leitungen haben. Isoliertes Rohr, Flüssigkeit,
eine Gasleitungsbrücke, Gasfilter, Gasabzug. Ist das hier dann Gasleitung, transportiert Gas zwischen Einlässen und Ausgängen? Okay. Können wir das denn dann, wo muss denn das rein? Hier. Eingang, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob das überhaupt so funktioniert. Ich glaub's nicht. Das wird sehr wahrscheinlich gar nicht funktionieren, so Gaspumpe. Saugt Gas ein und befördert es durch Gasleitung. Da müssten wir das Ding da dran bauen. Na, gucken wir mal. Ob das was wird, ich glaub's nicht. Wir probieren es einfach mal aus und wenn nicht, dann haben wir Pech. So sieht's aus. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Kabel. Ich hoffe, das fliegt uns dann nicht um die Ohren. hier. Wir ziehen es einfach mal hier lang. So. Ach, das braucht auch noch Strom. Ach, Mann. Na toll. Was ist das jetzt? Kein Gasausgang. Nee, das ist, glaube ich, schon mal sehr wahrscheinlich falsch. Oha. Das sieht nicht gut aus. So. Wir gucken einfach mal, wie das funktionieren soll. Ich frage mich jetzt tatsächlich, wie wir das hinbekommen. Sieht auf jeden Fall hier ziemlich übel aus, ne? Verschmutzter Sauerstoff, Wasserstoff, okay. Das hier würde ich jetzt gerne dann nochmal, kein Gasausgang. Wieso ein Ausgang? Wir wollen den ja nicht, wir reißen das Ding auf jeden Fall nochmal ab. Hier. Dann gucken wir uns das nochmal an, wie das funktioniert. Das würde mich jetzt total interessieren. So, auf jeden Fall nicht. Gaspumpe. So, gucken wir mal. Ach, das ist schon wieder so eine Sache, ne? Hätten wir da nicht reinbauen dürfen, vermute ich. Das Teil auf jeden Fall nicht. Sieht so aus. Hier sieht's richtig übel aus. Was haben wir hier eigentlich? Kohlenstoff, Dioxid, okay. So, verschmutzter Sauerstoff. Was haben wir hier? Wasserstoff. Jetzt gehen sie erstmal wieder alle schlafen. Naja, also ich glaube, das Experiment, das funktioniert so nicht. Müssen wir uns anders überlegen.
irgendwie ein bisschen, ja, komisch, wie wir das machen. Schauen wir einfach mal. Aber ich glaube, das reißen wir da wieder ab. Der Wasserstoff ist hier jetzt sowieso so gut wie nicht mehr vorhanden. Ja, können wir eigentlich den Auftrag geben? Machen wir auch. So. Gucken wir mal. Ich hoffe nur, dass sie jetzt hier nicht die Wand abreißen. Aber Leute, wir lassen unsere kleinen süßen Bewohner natürlich jetzt in Ruhe schlafen. Haben sie sich natürlich verdient, auf jeden Fall. Da wachen sie schon wieder auf. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause. Unser Stress ist auf jeden Fall deutlich gesunken. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Essen haben wir wieder ein bisschen was auf Speicher. Das ist auch sehr, sehr schön. Und ja, ich denke mal, dass wir morgen dann gucken, wie wir dieses Ding hier anschließen können. Versuchen wir, wir haben ja noch einen so einen Bereich unten weiter. Dann werden wir es dort mal versuchen, wie das funktioniert. Und ja, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.